Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir befinden uns hier auf einem Schrottplatz und ihr fragt euch jetzt bestimmt, was machst du auf einem Schrottplatz, Linus? Ah, wie kommst du hier hin? Du warst doch vorhin noch in Sanctuary. Ja, ich war hier oben vorhin, also da haben wir noch unser ganzes Zeug abgelagert, aber wir wollen jetzt mal Richtung Hauptquest und Richtung Hauptquest ist da unten. Wir müssen nämlich zum Toten Meer und da nach einem Forscher suchen und um eben dahin zu kommen, müssen wir eine ganze Strecke zurücklegen. Und zwar von da bis da oder von da bis da oder welchen Weg wir nehmen. Und deswegen bahnen wir uns jetzt langsam den Weg nach da unten und wir machen eben jetzt kurz die Mission hier bei Grey Garden. Die heißt nämlich Wassermarsch und was genau dahinter steckt, weiß ich selber noch nicht. Deswegen, da laufen wir gleich runter. Ich habe extra den nächsten Ort rausgesucht. Und danach gucken wir mal, was wir hier noch so Quests haben. Denn wir müssen ja scheinbar irgendwas haben, was hier runterführt und dahin und dahin. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir nicht auf dem Weg zum strahlenden, leuchtenden, whatever Meer, das da unten hier ist, ob wir nicht auf dem Weg schon ein paar Quests erledigen können. Und ja, wir fangen wie gesagt mit dieser Wassermarsch-Quest an. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Wahrscheinlich irgendwas mit Wasser und Marsch. Ja, das nenne ich Schlussfolgerung. Und wir müssen wahrscheinlich irgendwo da unten zu einer Siedlung. Grey Garden, sieht cool aus. Das sind lauter Roboter. Es kann nicht sein, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich meine, die sind Schrottplatz da. Oder bin ich da vorne diesen normalen Weg lang gegangen? Ich glaube aber, als ich zum Schrottplatz bin, bin ich gar nicht mal so weit von diesem Ding hier hochgelaufen. Komisch, dass ich das gar nicht gemerkt habe, bemerkt habe. Ja, cool. Willst, dann lass uns einen Deal. Auf sehr Green. Green? Bereit, deinen großartigen Einkaufstrip zu starten? Handel. Ah, cool, der Kerl kann sogar mit uns handeln. Ist ja ein netter Kerl. Ebenso Scharfschützengewehr, eine Lederrüstung und eine Brille. Okay, das beste Zeug hat er jetzt echt jetzt nicht wirklich. Außer ich bräuchte mal Beton. For whatever. Ja, cool. Aber immerhin, das kannst du handeln. Handel steht auf dem Programm. Bereit fürs Feilschen im Garten. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Klar, okay. Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Ein cooler Kerl. Ich weiß, ein Auto. Hä? Hallo? Aufseher Green. Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Ich nehme die Auszahlung. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Aha. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Kein Problem. Viel Spaß beim Farmen noch, mein Freund. Ich klaue jetzt mal eure ganzen Mutterbeeren. Weil ich meine, kostenlos? Hallo? Und danach reden wir mal gleich mit dem, über dem das Questziel ist. Denn dieser sollte bestimmt etwas zu sagen haben. Hallo, Mr. Handy. Und du bist? Willkommen im Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Cool. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Der Mann war offensichtlich brillant, wenn er so etwas erschaffen hat. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, Liebling. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß.
Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Es ist echt anstrengend, ihr zuzuhören, muss man mal dazu sagen. Weil die so eine komische Persönlichkeit hat. Aber einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Das klang ziemlich nach einer perversen Anspielung. Komische Frau. Wirklich, also, macht mir Angst. Wir haben also einen Spielshow-Moderator, eine komische alte Dame, die auf irgendwelche komischen Anspielungen hinaus will. Ich will gar nicht erst wissen, wie dieser Brown drauf ist. Ach, oh mein Gott. Schauen wir mal nach, wo denn diese komische Wasseranlage ist. Die befindet sich da unten. Da ist diese komische Bieranlage. Das sind lauter Telefonzellen. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Sieht interessant aus. Oder sind das gar nicht Telefonzellen? Doch, ich glaube, das sind... Nee, diese Schutzzellen. Oder? Atombunker für kleines Geld. Alter. Hat die Stimme mich erschreckt. Atombunker für Kleines. Ja, pst. Pulaski. Atombunker für Kleines. Ey, müssen die ganze Zeit irgendwelche komischen Sprüche... Ist okay. Wow, Alter. Ja, yep, diese Stimme ist gruselig. gut, dass ich nicht in so einem... eine Militäruniform. Das ist, glaube ich, mal was, das wir gebrauchen können. Irgendwann. Ich weiß nicht. Irgendwann vielleicht. So, schauen wir mal. Oh, eine Kiste. Ha. Warst du nicht gerade noch der Obenhund? Was machst denn du? Na, lassen wir ihn einfach mal weitermachen. Der wird schon seine Gründe haben, warum er die ganze Zeit sich irgendwo hin teleportiert und dann vor mir irgendwo ist. Ziemlich creepy. Wir haben ja unser cooles neues Schwert. Was heißt neu? Also, wir haben es ja modifiziert. Letzte Folge. Wir haben ja jetzt Schmied auf Stufe 3 und konnten somit unser Schwert auf den höchsten Rang upgraden. Was ziemlich cool ist, weil es jetzt irgendwie betäuben kann und so. Wir sollten es vielleicht nochmal richtig ausprobieren. Ich glaube, wir haben es kurz getestet, aber noch nicht wirklich. Und das ist gut, weil wenn wir jetzt in dieser Wasseranlage, wenn wir da jetzt reingehen und das säubern müssen, ich denke einfach jetzt mal, dass das von irgendwelchen komischen Kreaturen befallen ist. Vielleicht treffen wir dabei ja auf das eine oder andere, was wir zusammenhauen können. Und somit kriegen wir ein paar gute Testergebnisse. Hier waren wahrscheinlich... Oh nee, die leben noch. Ah! Wow! Legendär. Raider-Rüstung. Chamäleon. Du bist für deine Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Klingt nach einer coolen Sache. Das klingt wirklich nach einer coolen Sache. Überleg mal, man hat so eine ganze Chamäleon-Rüstung. Dann dürfte man ja eigentlich gar nicht mehr zu sehen sein.
oder jedenfalls wirklich sehr, sehr schwer zu entdecken. Und das sieht auch sehr cool aus. Ist das jetzt schon diese Kläranlage, wo wir hinwollen? Hoppala. Sieht sehr danach aus. Oh, habt ihr das gehört? Ach, die Bruderschaft schon wieder. Wow. Oh nein, 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 nein. Bleib weg. Oh, shit. Oh, war das knapp. Ah, das hätte noch schlechter ausgehen können. Aber cool, dass die Bruderschaft hier ist und uns hilft. Zack. Geil. Gucken wir mal nach, was das da hinten für ein komisches Fluggerät oder was... Was macht denn hier so ein Fluggerät der Bruderschaft? Land the Surgeon der Bruderschaft. Wow, du bist? Was ist denn das Ding, das da oben rumfliegt? Ist das von der Enklave? Was machen denn lauter Ritter der Bruderschaft hier? Leute, what the fuck? Hattet ihr hier irgendwie Krieg oder so? Ja, geil! Ich habe wohl die besten Freunde der Welt. Ah. Sehr geil. Gehen wir doch mal da rein. Auch wenn es irgendwie uncool ist, dass ihr alle am Sterben seid. Weil ihr seid ja meine Freunde. Aber cool, dass die uns so helfen. Ich meine, wir haben die ja schon einmal... Also sie sind ja schon mal irgendwo vorbeigeflogen und haben so sinnlos ein paar Blähfliegen und so abgeknallt. Kann man mal machen. Ist vielleicht eher Treibstoff aufwendig. What the fuck? Das Ding brennt einfach komplett. Na gut. Aber dass sie jetzt mal richtig helfen, finde ich geil. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Wow. Die haben den geburnt. Nice. So, noch irgendwelchen Loot irgendwo? Hm, die haben ja jetzt schon alles getötet. Wie praktisch ist das denn? Technisches Dokument. Genau das habe ich eigentlich gesucht. So, Kaffeetasse, Kaffeetasse und Aluminiumdose. Aluminiumdose und Aluminiumdose. Eine Angel brauche ich jetzt nicht. Da hinten ist... Den hatten wir schon. Müssen wir gleich mal da rein. Vorher checken wir noch hier das alles ab. Aber das war jetzt echt lustig, dass die Bruderschaftsdinge... Ob die jetzt zufällig hier vorbeigeflogen sind oder... Das ist jetzt aber das andere Schiff. Ich habe hier gesehen, dass hier zwei Schiffe waren. Ah, das war geil. Wir haben uns einiges an Arbeit erspart. Und ziemlich viele Supermutanten somit auch ausgelöscht. Was Sinn ergibt, weil sonst hätten sie uns ja nichts an Arbeit gespart. Obwohl sie könnten natürlich auch die Quest für uns machen. Das wird uns natürlich mehr Arbeit sparen. Aber, Oh. Oh, was habe ich jetzt genommen? Irgendwelche Handschuhe? Supermutanten-Handschuhe? Kleidung? Ja. Brauche ich nicht. Da habe ich ja jetzt schon mehr Schutz. Sonst noch irgendwas? Nö. Seems good. Seems clear. Würde ich sagen, gehen wir mal da rein. Und schauen, ob nicht irgendwas in der Wasseraufbereitungsmaschine hängt. Man weiß ja nicht. Vielleicht haben die ja ein paar Menschen reingestopft. Oder Raider, die ja auch Menschen sind. Oder Gunner, die ja auch. Vielleicht Ghule. Oder... Weiß Gott was. Gruselig hier. Mist. Ich trage zu viel. Vielleicht sollte ich irgendwas abwerfen. Die Militärsuniform musste dran glauben. Tut mir leid, mein Freund. Aber wir müssen abchecken, dass wir... Oh Gott. Mann, wenn hier so viel an Dingsbums... schmutzigen Wasser hier liegt. Das muss man natürlich mitnehmen. Och, Manu. Das ist aber gemein. So, checken wir mal ab, was dieses Terminal zu sagen hat. An alle Mitarbeiter. Bei den Veranstaltungen Westen Wellness. 26.10. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness
durch die Anlage geführt. Wir erwarten, dass unsere Mitarbeiter durchgehend höflich zuvorkommend und diskret sind. Sämtliche Fragen, besonders die zum Cholera-Ausbruch, müssen an den nächsten Weston-Pressesprecher weitergeleitet werden. Es werden Kartons mit Weston-Wasser gemäß unseres Wahlspruchs "So schmeckt Perfektion" an die Journalisten verteilt. Rechnen Sie am Mittwoch mit Doppelschichten, um die verloren gegangene Produktivität wieder fett zu machen. Ah, da war noch was. Ja, finde ich lustig. Dass die am nächsten Tag Überstunden machen müssen, nur weil sie am Tag davor, dass sie die Leute da einführen müssen. Drei Kartons mit 60 Werbekugelscheiben mit Weston-Logo. Zwei Schachteln Visitenkarten. 125 Liter Nut Island Trinkwasser. Und eine Kiste Weston-Wasserkartons mit 400. Krass. Und wir haben gerade unsere Karte aktualisiert bekommen. Vielleicht haben wir irgendeine Stelle jetzt, wo wir das ganze Zeug aufsammeln können oder so. Oh Gott, war das jetzt alles aufbereitet, das Wasser, das wir aufgesammelt haben? Das wäre ja ziemlich nice. Na gut, ich habe gerade drei getrunken, aber ich konnte nicht anders. Ich habe sonst ja keinen Platz. Ach mein Gott, was trage ich denn alles mit mir rum, dass ich schon wieder nichts tragen kann? Hier ein Schwarzgebrannter. Wer braucht denn einen Schwarzgebrannten? Oh, ich. das muss bestimmt was Gutes sein. Das ist ja von Bob Bruffs. Was auch immer das war. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt es in die Comments, wenn ihr es wisst. Bei mir, ich habe gerade echt keine Ahnung. Vertibird-Signalgranate. Für was brauchen wir denn eine Vertibird-Signalgranate, wenn die eh die ganze Zeit zu uns fliegen? Das ist doch sinnlos. Obwohl die Vertibird-Signalgranate, da können wir da auch richtig mitfliegen, glaube ich. Nicht so wie jetzt immer, dass die einfach nur vorbeikommen. Oh Mann, ey, was habe ich denn? Mein Inventar. Oh, was war denn das gerade? War hier nicht irgendwas? Ach, Hund! Mein Gott! So, was hier, was? 10er Automatikpistole. Die wiegt einfach nichts. Was? Was habe ich noch so dabei? Ich habe da gar nicht mehr so viel dabei. Oder? Also so. Ja, das Ding. Ach, dann werfen wir es halt weg, komm. Dann werfen wir es halt weg. Ich frage mich gerade, ob dieser Aufzug nach unten oder nach oben führt. Dementsprechend will ich da jetzt einsteigen, oder nicht? Wie schön. Ein Superkleber. Und Klebeband. Aluminiumkanister. Kann ich mir nicht leider leisten, das alles mitzuschleppen. Tut mir leid. Ich glaube, der führt nach unten. Nach unten. Ja. Wurde ja gerade gesagt, glaube ich, nach unten. Gott, hier unten ist creepy. Ich weiß nicht, ob wir hätten zuerst oben durchsuchen sollen, weil wir später nicht mehr am gleichen Punkt rauskommen. Oder ob das hier unten nur korrekt war. Wow, 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 wow. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow! Was ist denn los mit denen? Nur ein Schuss hatte die aus? Also erbärmlich. Erbärmlich? Mein Freund! Warum schießt ihr denn so aggressiv auf uns ein? Aua! Na gut. Ja, heute ist irgendwie nicht so mein sinnvolles Zeuglabertag. So kommt mir es jedenfalls gerade vor. So, Einsteiger. Oh, ups. Perfekt. Das wär's. Perfekt. Ah, das war dieses komische Geschütz. Technisches Dokument, noch eins. Perfekt. Wow.
Okay. Wasser ablassen. Das ist creepy. Oh Gott, Milox. Haha, ihr könnt nicht rüber. Na, meine Freunde. Habe ich euch jetzt das Wasser geraubt? Was macht ihr auch denn hier unten drin? Das ist schließlich nicht euer Zuhause. Was soll denn das? Was soll denn das? Wenn ich das euren Papan und Müttern erzähle. Das geht. Ich hab's heute echt nicht so mit gutem Zeug lagern. Oh Mann. Ey, jetzt. Ah. Aber das Betäubungsschwert, ich habe jetzt noch nichts gemerkt, was betäubt. Also, da habe ich mehr von erwartet, aber. Knopf. Der fährt wieder nach oben, oder? Ja, sieht sehr nach oben aus. Und ich kann schon wieder nichts. Oh Mann. Ich bin viel zu schnell überlastet. Viel zu schnell. Im Sprung. Das nenne ich Skill. So, dann können wir irgendwas Schönes ablagern. Irgendwas, was wir vielleicht nicht so unbedingt brauchen. Ja, das Blähfliegen können wir essen. Kakerlake auch. Und damit passt das Ganze auch schon wieder. Perfekt. Wunderschön. So. Wow. Riesiger Ort hier, gell? Aber ich glaube, wir haben es noch nicht genug abgelassen. Kann man es noch mehr ablassen? Ah, die Pumpen sind jetzt aktiviert, dauerhaft. Warte mal, wie geht die Quest denn jetzt weiter? Ja, wir müssen doch noch ein bisschen mehr ablassen. Habe ich mir gedacht. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch mehr Pumpen, die wir irgendwie aktivieren müssen. Ja, da hinten geht auch der grüne Pfeil hin. Bin ja echt ein Blitzmerker. So. Ja. So, wir können da nichts mehr tragen, sonst würde ich jetzt noch was mitnehmen. What the fuck? Du hast aber lange gebraucht, um uns zu bemerken. Dödeliges Geschütz. Ja. Und hier sollte auch schon... Wow. Alter. Mann, ey. Boah. What the fuck? Sah das geil aus. What the fuck? Wo ist jetzt schon wieder das Geschütz? Hoffentlich... Ja, das greift diesmal den an. Und jetzt wahrscheinlich gleich mich. Da oben. Hallo, mein Freund. Ups. Oh, das ist echt creepy, wenn man das alles abpumpt. Mist, hier kann ich ja jetzt gar nicht rein. Oh, man. Müssen zurücklaufen. Jedenfalls das kleine Stückchen hier. Ah, hier ist auch noch eins. Was ist denn hier los? Wir könnten die ganzen Dinger jetzt mitnehmen, aber wir haben halt keinen Platz mehr dafür. Zack. Zack. Komm her. Mein Freundchen. Uah. Ich glaube, wir hatten sie jetzt schon ein paar Mal betäubt. Oh Mist. Komm her. Zack. Und weiter. Wo sind die anderen hin? Zack. Oh. Ah. Gott, wie tief ist denn eigentlich diese Anlage, wenn wir da jetzt wirklich alles abpumpen? Oh. Den Hammer. Komm her, Freundchen. Renn nicht weg. Zack.
Den hatten wir aber gerade betäubt. Den hatten wir gerade wirklich betäubt. Jan, schon wieder. Da hat man es gut gesehen. Finde ich. Er ist ja richtig angeknickt. So, letzte Etappe oder vorletzte erst? What? Das war erst die vorletzte Etappe? Und die Geschütze haben das überlebt? Mann, oh Mann, solche Geschütze will ich auch zu Hause installieren, falls wir mal so eine Sicherheitsanlage bräuchten. Obwohl, wasserdicht ist jetzt nicht das Highlight. Jetzt kommen normale Meyerlurks auch noch. Den hatten wir gerade super betäubt. Da hat man es gut gesehen, weil der hat geschlagen und hat den Schlag einfach abbrechen müssen. Oh man. Wir brauchen unbedingt ein bisschen an Hilfsmitteln. Hirsch ist doch gut. Zack. Perfekt. What the fuck? Wo treibt der sich denn da oben rum? Oh, wir haben es auch gerade gut gesehen. Der ist einfach betäubt geworden und dann runtergefallen. Geil. Oh, Mist. Es ist gut, dass die ganze Zeit ihre Angriffe abbrechen, wenn wir die so hart schlagen. So, springen wir mal hier drüber. Wie kommen wir dann da? Da müssen wir jetzt rein. Oh Gott. Da müssen wir jetzt schwimmen. Das wird spaßig. Ah, nee. Perfekt, wir können hier stehen, aber schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, ich hätte so Panik. Überlegt mir, das wird hier die Pumpen setzen irgendwie wieder, die Pumpen setzen sich irgendwie außer Kraft. Und alle, wenn du hier ganz unten bist, und dann wird einfach wieder alles überflutet. Boah. Das wäre richtig creepy. So, wir müssen zur Aufseher White zurückkehren. Können jetzt wahrscheinlich hier irgendwo raus. Damit wir nicht so einen weiten Weg haben. Ach, was hier nicht alles ist. Wunderschön. So viel können wir aber nicht... Ah, wir haben ja noch den Hund dabei, notfalls. Der könnte ja auch noch ein bisschen was tragen. Ach, wir haben ja dieses komische Ding getrunken. Zeug getrunken. Mit dem können wir auch noch was anfangen. Oh nee, das wollte ich gar nicht. Was habe ich denn für einen Handschuh? Ich finde sowieso, bei dieser Rüstung haben wir voll die krasse, breite Brust. Aber naja, so ist das Leben. So, jetzt können wir gleich mal gucken, wenn wir nach oben fahren. Dass wir mal noch in die... Ach nee, wir fahren jetzt wahrscheinlich direkt raus, gell? Ich glaube, wir landen jetzt direkt draußen. Dann hätten wir doch vielleicht erst das erste Stockwerk absuchen sollen. Mal schauen, wo wir landen. Also, ich würde mich, glaube ich, nicht trauen, Aufzug in so alten, verrotteten Gebäuden im Ödland zu fahren. Überleg doch mal, der Aufzug bleibt stecken. Man ist da ganz alleine. Wie soll man da... Da hat man ja wirklich gar keine Chance mehr. Aus dem Aufzug natürlich, klar, ein bisschen Chance ist immer. Vielleicht, wenn du jetzt noch ein Walkie-Talkie oder sowas hast, kannst du vielleicht noch die Bruderschaft anrufen. Aber die hatten ja wirklich gar nichts in Sachen Kommunikationsmittel. Die haben zwar so einen coolen Pip-Boy, der ziemlich viel Style hat, aber das ist ja kein Handy, damit kannst du dich ja nicht unterhalten. Und wenn du dann in so einem Aufzug feststeckst, irgendwo im Nirgendwo in so einem Gebäude, denkst du halt schon so, dass du richtig am Arsch bist. Und ich glaube, da ist man halt auch richtig am Arsch. Das ist so... Da hätte ich, glaube ich, echt... Ich glaube, ich würde nicht mehr Aufzug im Ödland fahren. Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Außer in diesen neueren Gebäuden. Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Bruderschaft im Hauptquartier da so rumgammelt. Da darf man dann vielleicht schon mit dem Aufzug fahren. Aber wenn man jetzt hier alleine auf so einer Mission ist, man hat noch einen Hund dabei, der Arme verhungert dann auch noch. Ist ja alles nicht so cool. So. Let's see, ob wir den aufkriegen. Sollte ja eigentlich. Perfekt. Cool. Easy. Und sowas nennt sich Expertending. Was ist das? Alter. Ach, das ist ein Impro-Ding. Hässlich. Also, es ist cool, aber es ist halt Impro, deswegen...
Ich bin nicht so der Fan von ihm pro Sachen. Sind viel zu dödelig. Also viel zu schlecht. Wenn wir mal so Klartext reden. So. Zack. Ich weiß nicht, ich habe früher, also ganz, ganz früher, als ich Fallout 3 gespielt habe, da habe ich das nie wirklich beachtet, mit diesen Klammern und allem drum und dran, da wusste ich das gar nicht. Und dann irgendwann habe ich, hat mir das dann ein Freund verraten und seitdem mache ich das immer und ich finde, es macht auch voll Spaß, die Klammern zu suchen. So, und jetzt können wir generell das PC-Hacken, ist, finde ich, voll geil gemacht. Also, das System, wie man es macht, finde ich ganz cool. So, gucken wir mal. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6 Wörter. Es könnte sein. Nope, ein Treffer. Oh, what? Oh, what? Okay, das war hart. Da haben wir richtig verkackt. Oder ich. Ich meine, ihr. So. Checken wir weiter. Zack, zack. Hm. Was machen wir denn da jetzt? Waren das schon die einzigsten Klammern? Oh Gott, oh Gott. Ah, nee. Huh. Eine haben wir noch. Ja, wait. Wait hat ein Treffer. Cost. Null Treffer. Das heißt, es ist... Mist. Mist, Mist, Mist. Ach, der Rechtsklick funktioniert auch. Das wusste ich nicht. Das war aus Versehen. Oh, das ist ein Einsteiger-Terminal und wir brauchen dafür ewig. Was ist denn da los? Sonst noch was? Sonst noch hier? Nope. Okay. Komm, diesmal... Das. Nee, eins ist... Eins passt, der andere... Der Rest nicht. Das ist es nicht. Ah, drei Treffer. Roll, hole. Easy. Easy. Ja. Oh, jetzt habe ich das Schloss aktiviert. Das hat ja... Wow. Das hat sehr viel gebracht. Ah, das hatten wir vorhin schon. Scheinwerfersteuern lassen wir an. Habe ich das jetzt nicht wieder verschlossen? Kann ich das jetzt nochmal aufknacken? Bringt das dann nochmal XP? Geschafft. Nee. Ah, doch. Kann ich das jetzt nochmal verschließen? Wie dödelig ist das denn? Ich könnte ja jetzt rein theoretisch XP farmen. Vor allem, der geht ja immer gleich auf, oder? Ne, der geht nicht immer gleich auf. Ja, so verschwendet man Haarklammern. Safe sperren, den man schon mal auf hatte. Ja. Aber es bringt jedes Mal XP. Man könnte hier rein theoretisch XP farmen. Ah, das ist aber dödelig gemacht. Das ist aber dödelig gemacht. Ich meine, Leute, sowas lustig finden oder so, dafür Zeit haben, gerne. Für mich gerade ein bisschen zu aufwendig. Deswegen gehen wir erstmal zurück zu diesem Aufseher, der uns sprechen will. Denn wir haben ja jetzt die Wasseranlage gereinigt. Wir haben drei Pumpen aktiviert, oder? Vier Pumpen aktiviert. Drei Pumpen? Vier Pumpen aktiviert. Plus die Hauptpumpe einmal durchgespült oder whatever. Wir haben auf jeden Fall einen Schalter umgelegt bei der Hauptpumpe. Muss was Gutes sein. Und die Anlage ist wieder frei von Myalurks und Wasser. Es ist eine Wasseranlage, die frei von Wasser ist. Wow. Das haben wir, das sollte, ich glaube, das ist nicht, vergessen wir es. Das sollte passen. Und wir hoffen mal, dass dieser Aufseher jetzt damit auch zufrieden ist und dass dass bei denen jetzt gutes Wasser ankommt. Obwohl ich sowieso nicht verstehe, wie die Wasserleitungen von dieser Anlage da bis zu denen hin diesen Atombomben-Dingsbums überlebt haben. Krass, oder?
Und was mir gerade auffällt, ich habe gerade kurz überlegt, dieses Wasser-Dingsbums wäre ja komisch, weil das kann ja, das ist sehr, sehr erstaunlich, wie viele Roboter hier sind. Das kann ja nicht irgendwie, Energie kriegen, weil das sind ja gar keine Leute oder so, die sich darum kümmern oder so. Das ist ja alles, sind ja alle tot. Aber rein theoretisch kann das ja durch diese Wasserkraft sich selbst bepowern. Finde ich voll cool. Voll cool, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ah, ja, ich, Schön, dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Cool, danke schön. Und wir... Oh. Ja, wir gehen jetzt mal unser Zeug ablagern in Sanctuary. Denn, ich meine, wir haben viel zu viel Stuff dabei. Und was sollen wir damit? Wir konnten jetzt so gut wie gar nichts mitnehmen. Da wären so viele coole Prozessoren, diese ganzen Militärschaltungen und whatever. Natürlich hätten wir die unserem Hund geben können. Habe ich erst am Ende gemerkt. Wäre auch wahrscheinlich viel zu viel Aufwand gewesen, obwohl wir dem hätten einfach ganz viel Zeug von uns geben können. Und dann, ja, es wäre eine logische Lösung dabei gewesen, die ich aber leider nicht bemerkt habe. Vielleicht nächstes Mal. Jetzt gehen wir erstmal unseren ganzen Stuff ablagern, denn wir haben ja jetzt einiges dabei und sollten damit hoffentlich ein bisschen Schrott zusammenbekommen, den wir eben ablagern können. Und gucken mal, ob wir nicht... Haben wir Waffen? Ah, ich weiß nicht. Vielleicht können wir irgendeine Waffe wiederverwerten. Gucken wir jedes Mal nach und jedes Mal haben wir nichts. Weil ich nichts tragen kann, weil ich kann ja nichts mitschleppen. Es ist echt, es ist ein Teufelskreis. Wirklich. Wir wollen ganze Zeit Zeug verwerten, wenn wir von der Mission zurückkommen, können aber nichts verwerten, weil wir nichts mitschleppen können, gucken trotzdem die ganze Zeit nach, weil wir immer was aufsammeln, dann es aber wieder wegwerfen. Es ist echt hier, nervenaufreibend. Und nächste Folge machen wir uns dann auch mal weiter nach unten und gucken mal, was für Quests wir noch offen haben, die da unten uns ein bisschen weiterbringen. Ah, jetzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es eine ganz kurze Wassermarsch-Quest ist, aber es war ja wirklich was Großes und wir haben sogar einige Kronkorken dafür bekommen. Finde natürlich ziemlich geil und wir haben, können immer noch so wenig tragen. Was haben wir denn? Was haben wir denn dabei? Was baust du da? Mann, wir haben viel zu viel dabei. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir nicht irgendwas von unseren Hilfsmitteln ablagern können. Dazu würde ich dann auch ganz ehrlich mal ein neues Lagerding bauen. Dann gucken wir mal, ob wir bei Behälter irgendwas Tolles haben, was ganz gut aussieht. Was wir irgendwo hinstellen können. Einen Aktenschrank. Eine Holzkiste. Einen Schrank für die Wand. Oder so eine... Was ist das? Ein Überseekoffer. Da fand ich eigentlich diese Kisten relativ geil. Oh, die Metallkiste hat auch Style. Nehmen wir doch die. Wir werden die wahrscheinlich irgendwann nochmal umstellen alle. Aber dann haben wir jetzt wenigstens ein paar. So, stellen wir vielleicht mehrere davon hier hin. Müssen wir die später noch irgendwie beschriften, so mit kleinen Zeichen oder so oben drüber. Ah, da können wir jetzt erstmal ein bisschen Stuff lagen. Ist jetzt nur provisorisch. Ich weiß, das ist mir durchaus bewusst. Aber Hauptsache, ich kann jetzt mal hier ein bisschen Zeug ablagern, das wir nicht mehr brauchen. Gerade an, hier. Genau so Zeug. Jetzt haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr Platz. Können gucken, was wir noch so haben. Ah, ich glaube, wir sollten mal draußen ein bisschen was braten gehen. Zack. Ich glaube, da haben wir einiges. Oder jedenfalls etwas. Zack. Wir können sogar aufbereitetes Wasser machen. Perfekt. Und eine Suppe.
Und Gemüsestärke. Was auch immer uns Gemüsestärke bringt. Ich will es... Ich glaube, es schmeckt mir nicht. Deswegen... Wow. Deswegen lassen wir das erstmal weg. Und schauen, wo haben wir jetzt da alles reingetan? Und schon... Seht ihr? Schon haben wir viel mehr Platz im Inventar. Können direkt mal gucken, ob wir noch irgendwas da rein tun können. Irgendwas, was vielleicht jetzt nicht so... Ach, dieses König... Mörderkönigin-Dings, das benutze ich ja eh nie. Weil ich mir dafür zu... denke ich einfach. Das ist Zeug, das viel zu gut ist. Und guck mal, wie viel Platz wir auf einmal haben. Jetzt können wir wahrscheinlich viel mehr mitschleppen, als wir sonst immer mitschleppen. Und das ist natürlich richtig geil. So Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Daze.